it on text. Okay. Cheatcode gefunden, Party-Modus, alles klar. Okay. Soll da irgendwie nach oben gehen? Oder auch nach da? Naja, auf dem Rückweg. Das ist rohe Argent-Energie. Das Leiden auf Erden, das Blutbad. Alles hierfür. Nach dem Entzug der Seele wird sich die menschliche Hölle im Laufe der Zeit in die Dämonen verwandeln, die du jetzt bekämpfst. Die entzogene Seele hingegen treibt ihre Welt an. Die Essenz der Hölle. Oh, A2, wo bist du, Pisser? Wo bist du, kleiner Pisser? Wo bist du? Da hinten. Come here. Okay, Muni und anderes Zeug. Da drüben.
Thrash and Metal, alles klar. Doom 2016. Okay, und jetzt? Dämonen nutzen nur einen Teil der Energie, die die menschliche Seele mit sich bringt. Die Maker und die Wächterpriester entdeckten die wahre Macht der Essenz und setzten sie frei. Sie kombinierten Wächter- und Höllenenergie, veredelten sie und erschufen Argent. Damit taten sie erstaunliche Dinge. Sie retteten Welten vor der Auslöschung, heilten die Kranken und gaben denen, die würdig waren, unendliche Macht. Ich glaube immer noch, dass dieser Roboter-Typ hier der Kerl ist, der dem Doom-Typ hier seine Kraft gegeben hat. Weil das ist auch die gleiche Stimme gewesen. Sonst wisst ihr der darüber oder gar nicht so viel Bescheid, ey. Diese Einrichtung entstand im Geheimen. Die Wächter der Nacht haben nie von ihrer Existenz erfahren. Wächtersklaven erbauten sie, denn ein Maker kann niemals die Hölle betreten und ein Dämon niemals Erdeck. Argent de Nur war für die Maker elementar. Komm nach ganz unten hier, oder? Perfekt. Auch nicht. Okay. Wusste von dieser Maschinerie. Es gab einen Handel mit dem dunklen Fürsten. Die Maker sorgten Energie von den Verdammten und im Gegenzug bekam die Hölle mehr Welten zum Verschieben. Eine unheilige Union, die nicht weiter bestehen darf. Was schießt denn hier? Sowieso nicht, warum ich noch mehr von den Marken brauche. Richtig dumm.
Fick war das denn? Macht das mal den übelsten Breakdance am Boden, ne? Okay, gibt es davon noch mehr Dinger? Transmitterturm. Wenn du ihn zerstören kannst, sollte dich die unraffinierte Energie in ihre Welt befördern. Ja, Spaß und Spannung für die gesamte Familie. Von zwei versklavten Titanen emporgehalten. Brich die Ketten. Lass ihn in die Quelle unten fallen.
Alles klar, aus drin, Digga. Cool, dass du mit dabei warst. So. Alter. Uiuiuiui. Oh, ich habe ja hier noch BFG. Noch nicht, wa? Icon of Sin? Ist das nicht der dämliche letzte Endgegner in einem anderen Doom-Spiel gewesen? Schnellreise, geht ja nur da nach drüben, wa? Mal gucken, ob ich die letzten Sachen da noch bekomme. Also, keine Ahnung wie, ey. Rüberkommen tue ich da nicht wirklich. Schlecht. Oh. Okay, jetzt weiß ich, wie ich rüberkomme. Alles klar. Das ist bloß die Frage aller Fragen. Kann man es natürlich auch machen, ne? Sollte ich jetzt alles haben? Jo, ich habe alles. So, Schnellreise, zack. Okay, und jetzt? Einfach rein, oder? Ja. Die Herausforderungen habe ich halt alle nicht geschafft. Da fehlt halt nur eine. Egal, scheiß drauf. Bei dem letzten Ding. Also mich nicht stören. Ich spiele halt nicht so komplett 100%. Ich bin halt drei Herausforderungen. Hauptsache, ich krieg das Spiel mal langsam durch, ey.
Ich bin jetzt auch schon wieder seit 5 Stunden am Stream. Was beschaffe ein Spielzeug, Sonderstück, töte 12 Dämonen in der Luft, töte 5 Maker-Drohnen mit Präzisionsbolten, Kopftreffer, okay. Kann noch was werden. Überwältigend, oder? Schnell jetzt, die Kahnbeke ist nahe. Darf das Ritual nicht vollenden und die Kontrolle über das Reiten auf Sinn erhalten. Komme ich wieder auf die andere Seite? Also. Ich verstehe, dass der Mist sowieso so funktioniert. Wir werden den Scheiß bestimmt nicht benutzen. Wie komme ich da jetzt hoch? Technologie, Junge. Ein bisschen was von so einem Ding von so einem Künstler, von dem diese ganze Alien-Geschichte und so. Ja, was mit Giga oder so, so ein polnischer Künstler. Willkommen, Seraphim.
Sieht ja mittlerweile ein bisschen größer aus als vorher, wa? Vorher nur ein so ein Kopf gewesen. Früher mal. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man richtig gegen das Ding wahrscheinlich kämpfen kann. Also wirklich kämpfen. Und nicht nur ein Schuss dagegen und dann ist es tot, weißt du? Ja. Was? Schwachpunkt Mega-Drohne. Einfach Headshot und weg ist. Schlecht. Ja, was haben wir hier noch? Töte Dämonen in der Luft. Ich hoffe, ich bin. Warum versuche ich eigentlich immer nach unten zu gucken? Wirklich. So alt, als wäre ich das wirklich. Das ist immer so witzig.
Zoom steht nicht mehr unter Khanmakers Kontrolle. Je länger es auf Erden ist, desto stärker wird es. Wir können ihm über ein Portal folgen. Wir müssen das Tor reaktivieren und zurück zur Erde. Nice.